Und weiter geht's. Ihr seht, selbe Matte, aber nicht selbes Conspiracy. Wir haben dieses Mal Conspiracy Take the Crown. Conspiracy kam 2006 raus, Take the Crown kam 2016. Kam denn Conspiracy raus? Habe ich die auch 2016 vorgelesen? Da stimmt ja irgendwas dann nicht. 2014, okay, ich musste jetzt gerade mal nachgucken. Es liegt tatsächlich noch hier. Ja, machen wir direkt mal auf. Take the Crown. Richtig coole Karten drin. Hab ich super hart gefeiert, dass sie wieder Conspiracy gemacht haben. Ich mag dieses Set. Ich finde das super, dass sie da so viel an die Draft-Leute denken, weil für die sind die Booster halt super cool. Wir haben Driver hier mit dem Ding. 4-Mana-3-2 und wenn er stirbt, könnt ihr eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder weniger aus Friedhof ins Spiel zurückbringen. Coole Karte. Omen Speaker. 2-Mana-1-3, wenn er ins Spiel verkommt, Scry 2. Ill-Tempered Cyclops. 4-Mana-3-3, Trampel. Und für 6-Mana könnt ihr den Monstrosity machen. Dann legt ihr da 3+1+1 Marken drauf und es wird monströs. Das ist eine Fähigkeit aus dem ersten Theros, glaube ich. Ja, ersten Theros. Faded into Antiquity. 3-Mana Exil Target Artifact Enchantment Sorcery. Einfach straight up. Interessant. Zero Strike. 2-Mana. Eine Kreatur kriegt +2/+2 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Divination. 3-Mana, zieht 2 Karten, Sorcery. Ziemlich bad. Aber zum Draften waren die Karten sehr cool. Ravenous, Leukrokota. 4-Mana, 2-4 mit Wachsamkeit. Und für 7-Mana könnt ihr monströs 3 machen. Hexblade, Golem, 7-Mana, 5-7, Artefakt-Kreatur. Wild Griffin, 3-Mana, 2-2 fliegend. Es sind sehr basic Kreaturen drin. Akron Hoplite, 2-Mana, 1-2. Und wenn er angreift, kriegt er +x/+0, wobei x die anderen angreifenden Kreaturen sind. Also die Anzahl der anderen angreifenden Kreaturen. Das ist cool. Hast du einen Ankampf, okay. Mehrfolg Looter, 2-Mana, 1-1. Tappen, zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Dritte Ankam ist Mana Plasm. 3-Mana 1-1 und wenn ihr den castet, kriegt sie +x/+x/+x wenn es zu ist. Wobei x. Ah ne, immer wenn ihr einen Spell castet, kriegt diese Kreatur +x/+x, wobei x die Mana-Kosten sind. Nice. Und unser Rare ist. Grenzo Havoc Razor. Nice. 2-Mana 2-2, immer wenn Kreaturen geht, wenn eine Kreatur mit einem Kampfschaden zufügt, könnt ihr eins aussuchen, entweder goadet ihr eine Kreatur oder ihr exiliert die oberste Karte eures Decks, ihr könnt sie casten. Witzig, dass wir in beiden Conspiracies den Grenzo ziehen. Nice. Oh mein Gott, die habe ich mir neulich bestellt. Fuck. Voll Disenchant in einem wunderhübschen Artwork mit diesem dicken Typen. Habe ich ein zweites. Nice. Und da, oh Gott. Adrians Valor. Das ist ein Conspiracy mit Hidden Agenda. Das heißt, ihr legt die Face Down und könnt die aufdrehen, wenn ihr wollt. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, mit dem Namen, den ihr wählt, wenn ihr dieses Conspiracy verdeckt legt, angreift, könnt ihr ein weißes bezahlen. Wenn ihr es tut, wird diese Kreatur unzerstörbar. Das ist ziemlich stark. Und Spirit Token. Jawohl. Ja, das war Conspiracy. Wie gesagt, ich finde es super witzig, dass wir in beiden Conspiracies den Grenzo gezogen haben. Ich hätte natürlich lieber den Marchesa gesehen, aber man kann nicht alles haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blacksee. Ciao, ciao.